Willkommen zurück bei Metro Last Light. Ja, Freunde, die Oberfläche haben wir glücklicherweise hinter uns gelassen. Da ging es ja wirklich mal wieder heiß her. Und ja, wie es aussieht, jetzt sind wir im Lager der Kommunisten, jedoch auch eine freie Station. Also ich fühle mich momentan wohl hier. Und ja, jetzt schauen wir einfach mal, wo wir hinkommen, wo wir vielleicht auch ein bisschen einkaufen können und so weiter. Mal schauen. So, ja, das übliche Lager, wie man es halt schon so oft gesehen hat. Hier ist auf jeden Fall noch ein Dokument, das habe ich schon fast übersehen. Das können wir eigentlich auch mal noch kurz lesen. Fällt mir gerade ein. Da hatten wir zwei Sachen schon. Ich muss gerade gucken, was haben wir denn alles schon gelesen? Ich glaube, bei Echo sind wir gerade. Was wir zuletzt, was wir noch nicht gelesen haben. Ja, ich würde sagen, wir lesen von hier mal los. Ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, was wir das letzte Mal hatten. Ihr könnt dazu nicht vorspulen, wenn es euch nicht interessiert. Ich will es trotzdem mal mitnehmen. Für mich und für euch. Echos. Ein Weg durch das Licht. Wir sind jetzt fast beim Theater. Der Metro-Eingang sollte ganz in der Nähe sein. Doch so kurz die Strecke auch ist, wir werden sie auf der Oberfläche zurücklegen müssen. Und dort kann jeder Schritt, den man macht, der letzte sein. Eintrag 1. Seit dem Tag, an dem wir in der Metro landeten, bin ich nur wenige Male an die Oberfläche gegangen. Die Hintergrundstrahlung ist dort zu hoch, sodass häufige Ausflüge für jene, die mutig genug sind, es zu versuchen, schwere Krankheiten zur Folge haben. Man muss an der Oberfläche ständig wachsam sein. Die Verschmutzungen neigen dazu, ungleichmäßig verteilt zu sein. Ich glaube, das haben wir echt schon gelesen. Es gibt Hotspots, die einen innerhalb von Minuten eine tödliche Dosis Strahlung verpassen können, während andere Stellen sogar bewohnbar wären. Gäbe es da nicht die Monster und die unerträgliche Atmosphäre. Das Auge kann zwischen einem sicheren Ort und einem Hotspot nicht unterscheiden. Dafür benötigt man einen Geigerzähler. Man kann auch nicht ohne Gasmaske an die Oberfläche gehen. Eins gehörte die Erde uns. Heute, auch wenn ich mich noch an den Sommertag mit meiner Mutter im Garten erinnere, kann ich kaum glauben, dass es jemals so gewesen ist. Ich kann nicht glauben, dass ich einmal in einem dieser riesigen Häuser gewohnt habe, die Tag für Tag in den Himmel ragen. Es ist, als wenn die Metro schon immer mein Zuhause gewesen sei. Trotzdem vermisse ich die Welt, die wir verloren haben. So, also ich bin mir relativ sicher, dass das jetzt neu ist. Eintrag 2. Die rote Linie ist einer der größten und stärksten Staaten in der Metro und besetzt fast eine ganze Linie. Doch solange ich mich erinnern kann, haben die Roten immer gepredigt, dass es ihr Ziel ist, die gesamte Metro den Kommunismus zu bringen, einen zerstörten Staat wieder aufzubauen, der auf den Idealen von Gleichheit und Gerechtigkeit basiert. Das Problem ist, dass sich die unabhängigen Stationen so gut es geht von der roten Linie fernhalten. Das bedeutet, dass eine Wiederherstellung nicht ohne Konflikte möglich ist. Ja, die Roten sind keine Engel, aber was die Faschisten machen, das ist regelrechter Horror. Und ich bin froh, einen Verbündeten wie Pavel zu haben, selbst wenn er rot ist. So, jetzt kommen wir in das momentane Kapitel Theater. Unser kurzer Besuch im toten Moskau, das Phantom der Vergangenheit, ist vorbei. Pavel und ich haben uns gegenseitig geholfen, da wieder rauszukommen und kehren nun als echte Partner in die Metro zurück. Anders kann man die Wüste da oben nicht überleben. Aber vor uns liegt jetzt eine beliebte Station, das Theater. Es liegt sehr nahe an der Polis. Wenn Pavel es schafft, mich an den Wachposten der roten Linie vorbeizuschleusen, dann bin ich in weniger als einer Stunde zu Hause. Ja gut, das hatten wir, wie wir das Kapitel gewechselt haben natürlich. Und das ist jetzt auf jeden Fall neu. Eintrag 1. Pavel braucht etwas Zeit, um alles vorzubereiten. Die Bürger anderer Stationen brauchen eine Erlaubnis, um die rote Linie zu betreten. Der Staat ist in permanenter Vorbereitung auf den Krieg und sieht daher in jeden Außenseiter einen Spion. Also habe ich etwas Zeit, mich im Theater umzusehen.
Diese Station ist eine echte Legende in der Metro, ähnlich wie die Polis, mit dem Unterschied, dass in der Polis viele der Wissenschaftler sind, die überlebt haben, und das Theater eher als Kulturhauptstadt der Metro betrachtet wird. So, genug gelesen, jetzt schauen wir uns erstmal ein bisschen um, würde ich sagen. Solange wir jetzt endlich mal ein paar ruhige Minuten haben. So, können wir auch mal mit ein paar Leuten reden? Nee, anscheinend nichts. In Gedanken versunken. Oh, weia. Hattet ihr schon mal so einen Rausch? Also ich zum Glück noch nicht und das will ich auch niemals erleben. So, Schweinchen dick gibt. Kriegt Happa Happa. Oh. Ja, nicht selber essen. Hm. Ja, interessant. Sogar ein paar Pflanzen haben sie hier. Auch wenn ich mich frage, wie die ohne Sonnenlicht lange durchhalten können. Patronen für den letzten überlebenden Theaterkritiker. Patronen für die Gnade unserer Seelen. Ja, ich bin ja eigentlich immer relativ geizig, muss ich gestehen. Aber jetzt sind wir halt mal nicht so, ne? Junger Mann, wie ich sehe, hat dir mein geistreiches Schild gefallen. In dieser U-Bahn ist für jeden Platz. Für Mörder, Noten, Tyrannen, Geldwechsler und sogar für Bauern. Alle sind hier willkommen. Selbst lausige Schauspieler. Ich lebe am Theater, wo wir das Miasma des verfallenden Bolschoi-Theaters atmen. Diese Station ist mit den Geistern der Oper überbevölkert. Aber ist hier auch Platz für den besten Kritiker unseres einst so großen Landes? Teufel, nein! Ich sage die Wahrheit und werde mit Beleidigungen und Armut bezahlt. Ich sage, ihr seid eine Schande für den Namen des Bolschois. Und die Antworten, das Bolschoi gehört jetzt uns, uns allein. Die sind immun gegen Kritik. Die ziehen Geld der Kunst vor. Und diese armen Seelen, die durch die ganze Metro reisen, um das ruhmreiche Bolschoi zu sehen, werden für dumm verkauft. Die sagen, dass Kunst nur die Wohlgenährten interessiert. Aber, mein junger Freund, ich sage, dass selbst die Hungrigen Kunst brauchen. Denn über Erhabenes nachzudenken, dämpft den Schmerz des leeren Magens. Doch leider ist wahre Kunst schon seit 20 Jahren verschwunden. Übrig geblieben ist profaner Müll. Und so bleibt mein Hunger bestehen. Würdest du das, was wir verloren haben, vielleicht durch die Spende einer Patrone ehren? Oh, jetzt wird er aber geizig hier. Wie viel haben wir denn überhaupt davon? Muss mal kurz überlegen, was war denn noch unser Inventar-Tabulator, oder? Diese Goldpatronen waren das ganz rechts, glaube ich, oder? 249 kann das sein? Ja, ich glaube schon. Oh, will er jetzt wirklich nochmal einen? Ja, komm! Also gibt es doch noch Männer. Nicht nur Marionetten. Aber nicht alles auf einmal ausgeben. Na gut, immerhin haben wir eine schöne Geschichte erfahren. Ich selbst. Hier sitzen wir mit Gesäff und Festbeleuchtung, während überall um uns herum Strahlung, Tod, Verfall und endloser Krieg herrschen. Tod und Verfall. Genau deshalb brauchen wir das Theater. Gläschen Mondschein. Okay. Schicken Sie sich und Ihren Partner einen Moment des Glücks. Ja, alles klar. Wann also trifft unser Gast ein? Der Maskierte mit der Sense.
Oh, kann der nicht mal die Musik ausmachen? Also trink aus. Prost. Boah, die Musik ist echt schrecklich gerade. Ich hätte lieber den Leuten hier in Ruhe zugehört. Was ist mit dir los, mein Freund? Zu viel getrunken? Was ist das überhaupt? Gut. Tja, interessante Bar. Da liegen noch ein paar Essensreste rum. So, so. Tja, ihr habt natürlich schon ausgeredet, während ich da den anderen zuhören musste. Was ist mit dir los? Egal. Na gut. Scheinen ja alle schon ziemlich unten durch zu sein. Aber es ist echt so ein bisschen schade, dass so viele durcheinander reden. Wirklich appetitanregend, Semenovna. Ist das irgendwas Neues? Neu, so wie Pilze mit Pilzsoße. Hey, nimm deine Finger vom Topf, sonst fängst du dir eine. Das Bolschoi-Theater, der Stolz von Russland, die Legende der Metro. Nur heute Abend ein einmaliges Programm. Ja, alles klar, mein Freund. Naja, Gitarre spielen kann er immer noch nicht so wirklich, habe ich das Gefühl. Einer von diesen Vermessern hatte was für mich übrig. Ein Oberscharführer. Er erzählte mir von der Norm, von dem Kampf, die Menschheit frei von Mutationen zu machen. Aber in Wirklichkeit haben sie nur die Angehörigen entsorgt. Und? Hast du diesen Irgendwas-Führer abblitzen lassen? Hätte ich mal besser. Ich habe ihm mal einen geknallt und wurde 3 Tage später hergestellt. Er hatte das blaue Auge verdeckt, das ich ihm verpasst hatte. Und er sagte, dass mein Mann nach den neuen Normen ein Mutant sei. Und dann sagte er, aber seine Strafe hängt von dir ab. Gib mir, was ich will, sonst hängt er. Was hätte ich denn tun sollen? Warum bist du dann abgehauen? Weil es vorbei war. Es gibt nicht mehr viele Tickets. Als sie meinen Mann entließen, hat er gefragt, warum. Das Bolschoi, und der Schachführer sagte es. Mein Mann griff den Mistkerl an. Und die Wachen erschossen ihn. Das tut mir leid. Oh. Hast du keine Angst, dass sie hinter dir her sind? Nicht bei den Roten hier. Das würden die nicht wagen. Aber jetzt könnte ich mich ebenso gut erhängen. Ja, unschön, welches Schicksal die teilen. Echt grausam. Ja, Hauptsache dir geht's gut. Oh, wie ich ihn nicht ausstehen kann. So. Tut mir leid. Warum? Was ist passiert? Vidya hat es nicht geschafft. Wie? Wir waren auf dem Rückweg. Da erschien ein Dämon. Wir sind alle auf dem Boden und haben auf den Dämon geschossen, bis er floh. Niemand bekam auch nur einen Kratzer ab. Aber Vidya stand nicht auf. Seine Maske, sie war an einem Stein aufgebrochen. Und ihr habt ihn dort zum Sterben zurückgelassen? Nein, Katja. Wir haben versucht, ihn zu retten. Aber es war zu spät. Nein! Vidya! Wir haben ihn dort begraben. Eine gute Stelle. Wir haben weiße Steine auf das Grab gelegt. Lass sie. Oh Mann, ey, so viel Leid. Das ist echt hart. Oh, kann ich den nicht eine reinhauen? Ihr beide? Tja, habt euch nichts zu sagen, mir wohl auch nicht. Ja, zeig uns welche, die wir kennen. Wow, das ist mal ein Dämon. So groß ist wie ein echter Dämon. Guck mal, wie er mit den Flügeln schlägt. Mein Papa sagt, er schlägt den Flügeln, wenn er etwas hält. Mir eine dieser. Mein Papa hat schon viele Dämonen gesehen. Wir haben recht. Onkel Mischa, das ist doch ein Dämon, oder? Nun, das ist in Ordnung. Lassen wir es einen Dämon sein. Aber früher gab es mal Vögel, die so aussahen. Vögel? Ist das so etwas wie Dämonen? Nein, sie waren wunderschön.
Manche waren groß, aber kleiner als Dämonen. Vögel haben keine Leute angegriffen. Die haben einen morgens nur mit ihren Nieren geweckt. Und was für ein Tier ist das da? Könnte das ein Nosalis sein? Die Nase ist allerdings zu groß. Hat dein Papa dir von Tieren wie dem hier erzählt? Nein, und er war überall. Selbst in der Bibliothek. Sogar im Park. Er hat einmal einen Bären gesehen. Ist das ein Bär, Onkel Mischa? Es ist ein Elefant. So einen hast du in diesem Buch schon mal gesehen. Gruselig? Könnten Dinosaurier sein, was von ihnen übrig ist? Die Elefanten waren groß, haben aber nie angegriffen. Nur wenn man sie provoziert hat. Aber wenn sie wütend waren, konnten sie nicht ertragen. Das ist doch genau wie ein Nosalis. Papa sagt, wenn ein großer Nosalis anfängt zu rennen, zertrampelt er alles, was in seinem Weg ist. Sogar seine eigenen Kinder. Ja, sie könnten verwandt sein. Immerhin gab es Elefanten im Zoo. Obwohl die jetzt definitiv kleiner sind, wenn es Dinosaurier sind. Ich glaube es nicht. Und welche Sorte von ist das? Das ist ein Schwein. Guck mal, der lange Hals. Ich kenne den Vogel. Der war in dem Buch. Und Mama hat ein Pferd davon mit Zahlen am Rand. Mein Papa ist wieder. Er besorgt mir Hunde davon. Das ist ein Schwein. Und warum seid ihr nun still geblieben? Habt ihr das Buch und diesen Kalender bei Tante Thoma gesehen? Ich dachte, das wäre eine Art Mutter. Sieht wie das Bild in dem Buch aus. Aber dieser Kind hat sich bewegt. Lass uns zu Natascha gehen. Hey, wo kommen die Kinder her? Um das vorzustellen, dass es noch immer... Nun... Na gut. Wer ist das? Das ist definitiv eine Spinnwanze. Er bat um Vergebung, dass er ihn hat sterben lassen. Tut mir leid. Was hast du jetzt vor? Ich weiß es nicht. Wie soll ich bloß so weitermachen? Tja, die Hälfte habe ich jetzt natürlich leider verpasst. Es ist... Oh, ich finde das schrecklich, dass man nicht alles da so in Ruhe anhören kann. Das ist wirklich eine Ziege. Quatschen alle durcheinander. Aber sie ist überhaupt nicht schrecklich. Und sie stößt dich auch nicht grundlos. Oh, okay. Sie ist ein sehr nützliches Tier. Ihre Milch schmeckt sehr gut. Verpassen Sie nicht Ihre Chance. Schmeckt es. Onkel Mischa, Katja ist die Einzige, die diese seltsamen Tiere kennt. Zeig uns welche, die wir auch kennen. Sonst ist das nicht fair. Ja, zeig uns welche, die wir kennen. In Ordnung. Das hier werdet ihr erkennen. Wer zuerst? Ich. Das ist ein Schnapper. Schaut euch die Zähne an. Wir springen gleich aus einem Loch. Ich glaube, ich nenne ein paar Schattenspiele oder so. Tut mir leid, Kinder. Früher konnte ich die Tiere immer gut vormachen, aber ich bin alt geworden. Lasst mich eine Pause machen. Ich probiere es später nochmal. Ich versuche mich daran zu erinnern, wie man sie vormacht, so dass ihr sie auch erkennt. Tja, ein langer Vortrag, meine Güte, aber nur so kann man natürlich den Kindern so ein bisschen was von der alten Zeit beibringen. Die kennen natürlich das alles nicht. So. Und euch geht's gut? Ja. Anscheinend. Okay, machen wir weiter. Hier. Ja, Metro 2035, Metro 2033. Ach, die Bücher immer. 2034. Sehr gut. Gar nicht unauffällig hier platziert. Na gut, dann schauen wir mal, wo wir hin können. Oh, ein Markt. Das heißt, wir können hoffentlich endlich mal einkaufen. Und, Nikitic, wann werden wir Mutanten? Genug Geld, um eine Woche durchzuhalten? Eine Woche? Zwei Tage vielleicht. Dann ist mein Leben vorbei. Und es hat so lange gedauert, das zusammenzusparen. Leise und immer wiedersehen. Wenigstens hatte ich zum Schluss etwas Spaß. Was? Du gibst schon auf? Scheiße, wir könnten immer noch Stalker werden, anstatt nur Helfer. Sieh mal, ich habe noch Geld für drei Tage. Boah, ich bin schwingliche und ernsthafte Feuerkraft.
So. Ein Stalker! Mann, wenn du jemals Hilfe brauchst, etwas Schweres von der Oberfläche zu holen, dann sind wir bereit, uns dir in ein paar Tagen anzuschließen. Wir nehmen auch nicht viel. Okay. Denk schneller. Na, guck, da ist schon ein anderer Tourist. Wenn du das nicht kaufst, tu er es bestimmt. Ist der da? Ja, Wurfmesser zum Spielen oder was? Ja, ist klar. So, ja, endlich mal einkaufen. Das erste ist natürlich irgendwie ein paar Masken und... vielleicht auch eine neue Waffe, mal schauen. Was gibt's denn hier überhaupt? Oh, Pilze. Schmalz, Brat, Schinken. Fleisch zum Rösten. Frisch, schmeckt himmlisch. Nein, danke. Frisch, getrocknet. Leute, kauft Pilze. Nein, danke. Waffenhändler. Munition und Ausrüstung zu verkaufen. Auch interessant. Hier Fische. Tantenfische. Naja, auch nicht gerade einladend. So, und hier. Was ist denn das alles? Ach so, deswegen. Tja, können wir wohl auch nichts kaufen. Perfekter Zustand. Kräftige Farbe. Nein, danke. Brauchen wir nichts. Hier gibt's nochmal Pilze. Klasse Pilz. Es gibt einfach nichts Besseres. Schütze dich und deine Liebe. Letzte Portion übrig. Die beste Scheiße überhaupt. Wenn ich das gewusst hätte, hätte ich noch ein paar mitgenommen. Naja, gut. So, was gibt's hier auf jeden Fall? Munition zum Kaufen und zu verkaufen. Jetzt schauen wir mal. Munition sekundär. Was ist denn sekundär? Ah ja, Wurfmesser und ähnliches. Diese Messer sind das Beste, wenn du dich um Wächter kümmern willst. Können wir auch verkaufen, logisch. Weiß nicht, sollen wir uns verkaufen? Ich weiß, ich nutze sie eigentlich viel zu selten. Tja, verkaufen wir mal eins. Dann Handgranaten. Das hier ist das Beste, wenn du alleine bist und der Gegner nicht. Das, ja, wir können halt nur maximal 5 mitnehmen von beiden, deswegen hätte ich gesagt, verkaufen wir auch mal eins. Dass wir zumindest mal einen freien Platz haben, falls es was Neues gibt. Das wird dir auf deiner Reise bestimmt eine große Hilfe sein. So, Munition, was gibt's denn da alles? Also für die Schrotflinte. Aber von guter Qualität. Hätte ich gesagt, verkaufen wir auch ein bisschen was. Vielleicht nicht viel, aber da wir eh schon auf Maximum sind, geben wir mal ein bisschen was her wenigstens. Dann fürs Gewehr haben wir auch genug. Stahlkugeln können wir auch verkaufen. Dafür haben wir keine Waffe. So. Revolver, Ja, es gibt nichts Besseres, um jemanden aufzuhalten. Ja, absolut, weiß nicht. Nichts. Könnten wir auch ein bisschen was verkaufen. Jetzt schauen wir erstmal, würde ich sagen, was es noch an Sachen zu kaufen gibt. Fisch, frische Fisch aus Venedig, Fisch, geräuchert, getrocknet, gesalzen. Fisch, ich brauche keine Fisch, ich brauche Waffe. Und die gibt's hoffentlich hier. Mal schauen, obwohl die jetzt nicht so effektiv aussehen, wenn ich mir das so ansehe. So, eintauschen, anpassen, verkaufen. Verkaufen wollen wir nichts, hätte ich gesagt. Gucken wir mal unter Eintauschen. Diese Waffe gewinnt keine Chance als Wettbewerb, aber mit ihr kann man Militärmunition verwenden. Wenn du das hier kaufst, brauchst du nie wieder Banditen zu fürchten. Luftdruckwaffe, nee, brauchen wir nicht. Revolver brauchen wir eigentlich auch nicht. Und wenn du sie in einen Karabiner verwandelst, wird sie noch besser. Nee, da haben wir eigentlich schon besseres Zeug. Aber mit einem Kühler lässt sich das in den Griff kriegen. Schrotflinte sieht auch nicht so toll aus. Bekommst du eine ordentliche Handkanone.
Was gibt's denn hier? Angenommen, wir haben das hier. Aus der Ferne kannst du damit nichts treffen. Nee, aber sieht in einem auch nicht so ist gut aus. Deutlich. Können wir irgendwas noch anpassen? Lauf, verschiedenes. Schauen wir mal unterm Lauf. Können wir den Lauf noch aufbessern? Verringert die Streuung der Schüsse und verwandelt die Duplet von einer Nahkampfwaffe in eine echte Jagdwaffe für mittlere Entfernungen. Das klingt schon mal interessant. Und das ist natürlich wieder ein Schalldämpfer. Was geringeren Schaden zur Folge hat. Also da würde ich vielleicht diesen verlängerten Lauf gerne noch drauf machen. Verschiedenes, was ist das noch? Kompensiert den Rückstoß. Klingt natürlich auch nett, wobei wir da schon einiges an Kohle loswerden. Schauen wir mal. Was können wir denn hier alles machen? Wir könnten natürlich die Waffe eintauschen, aber da hat er nur diesen billigen Revolver, also warum sollte ich? Gehen wir mal unter Anpassen. Zieloptik haben wir natürlich ein bisschen was zur Auswahl. Das haben wir momentan drauf, glaube ich. Oder? Genau, das haben wir momentan drauf. Ist eigentlich dasselbe, also bringt eigentlich nicht wirklich was. Und hier haben wir eine Nachtsichtzieloptik. Das klingt natürlich interessant, wobei, da wir hier keinen Schalldämpfer haben, ist es natürlich ein bisschen fragwürdig, ob es notwendig ist. Ich wollte eigentlich noch nicht raus. Ich wollte noch gucken unter Lauf. Da haben wir natürlich wieder diesen verlängerten Lauf und den Schalldämpfer. Also da würde ich vielleicht echt den Schalldämpfer rauf machen. Ich glaube auch nicht, dass wir die Waffe nochmal wechseln werden. Hätte ich echt Lust, die Waffe aufzuwerten. Was gibt es noch unter Verschiedenes? Kolben und Griff. Der Kolben und der Griff, die an die Pistole angebaut werden, machen daraus im Wesentlichen einen kurzläufigen Karabiner. Das Hochreißen der Mündung wird dadurch verringert, was die Genauigkeit stark erhöht. Ja, klingt auf jeden Fall verlockend, aber es ist natürlich auch alles relativ teuer. Also wenn wir da einen Revolver jetzt voll ausrüsten, dann haben wir nicht mehr allzu viel Kohle. Was gab es hier noch? Kolben, aber haben wir eigentlich schon. Wenn dann hier noch diesen verlängerten Lauf. Und hier, was können wir hier noch alles machen? Ja, natürlich eine Zieloptik können wir noch ranmachen. Ich weiß auch nicht, wie lange wir diese Waffe noch haben. Haben einen Schalldämpfer. Ich weiß jetzt nicht, ob wir dadurch das andere verlieren, was wir da gerade dran gebaut haben. Und einen Schalldämpfer brauchen wir jetzt nicht unbedingt, hätte ich gesagt. Und das hier, ja, ist natürlich noch ein Schulterstück, aber das haben wir eigentlich eh schon dran. Also wenn, dann brauchen wir eigentlich nur eine Zieloptik. Da haben wir noch gar nichts dran, das würde ich sagen, bauen wir auch mal hin. So, als Anfang. Eine Nachtsichtzieloptik wieder mal. Wäre natürlich auch nett. Oder eine normale Zieloptik. Ich werde das hier auf jeden Fall noch fertig machen. Hätte ich gesagt, und dann gucken wir hier das nächste Mal weiter. Und ja, dann gucken wir uns das nächste Mal auf jeden Fall hier weiter in der Metro um. Mal schauen, was noch alles so auf uns wartet. Und tja, deswegen bis zum nächsten Mal bei Metro Last Light.